Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen im Pausenmenü von The Evil Within. Yo. Es wird gleich umgehen. Also, wenn ich jetzt das Pausenmenü verlasse, dann wird gekämpft. Ich werde jetzt ein bisschen brauchen, bis ich dahinter komme, was wir hier machen müssen. Aber ich hoffe, dass es mir gelingen wird. Na gut. Können wir noch vorher hier irgendwas machen? Explosivbolzen. Wir haben zwei von drei Spritzen. Granaten wären cool. Oh. Aha, das bringt einmal gar nichts. Okay. Granaten, ich wollte schon mal testen, ne? Granaten sind einmal komplett wirkungslos. Das heißt, wir müssen sie zum Strauchen bringen, wahrscheinlich. Irgendwie klappt das nicht. C entfernen. Was will er denn entfernen? Wow! Er wird mich gleich entfernen. Hat das jetzt hinkaut? Das mit Nachladen war eigentlich so nicht geplant. Kann man jetzt was entfernen? Na, wann kann ich da was entfernen? Kruzifix. Er muss am Bo. Also am besten ist wahrscheinlich, wenn er läuft, ins Knie schießen. Wenn ich es treffe. Dann fällt er hin und dann kann ich ihm das wegnehmen, ne? Das müssen wir insgesamt dreimal machen und dann haben wir das auch geschafft. Kann ich das überspringen? Was in Teufels Namen? Schaut mal aus. Überspringen? Nein. Ob ich es jetzt schon hätte können wegnehmen? Na, das wollte ich ja nicht. Ich wollte es ihm wegnehmen. Okay, das geht so nicht. War blöd von mir. War blöd von mir. Jawohl! Er hat ein Bein. Geht's noch? Ja? Irgendwas, glaube ich, hat ihn. Ich glaube, es hat ihn gehauen. Ich würde es mir halt wünschen. Jawohl. C. Passt. Ich glaube, es hat hingehauen. Okay, was habe ich gemacht? Wow, Kapitel 5 überlebt. Wup, 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 wup. Sehr gut. Jawohl, Spiel speichern, unbedingt. Unbedingt. Ja, hier drauf bitte. Danke vielmals. Ja, danke. Hey, cool. Ich bin begeistert. So. Dann, auf zum nächsten, ne? Nächstes Kapitel. Ich habe noch immer keine Ahnung, wie viel Kapitel das Spiel hier hat. Wir verlieren uns. Na super, dann sind wir wieder solo, ne? Oder ist das gemeint, dass wir den Verstand verlieren? Das könnte auch sein. Ja. Super. Hallo. Was machen die da? Geh weg mit dem spitzen Ding. Schleich die damit. Alter, alter, alter. Alter, alter, alter. Ha? Hat sie etwas erschreckt? Ja, bist du damit. Mit meinem Kopf gemacht.
Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Hä? Oh. Warte mal, war das ein Schlüssel für den Tresor, den wir vorher bekommen haben? Da bin ich verkehrt, ne? Wo war denn das schnell? Halt, was war da? Was? Lesen? Kirchenboden bricht ein. Kirchenboden bricht ein. Keine Verletzten. Augenzeuge spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Wow. Unfälle passieren. Was haben wir noch? Halt. Untersuchen. Fotos. Fotos. Er sagt dasselbe. Eine Kirche. Ob von da das Böse kommt? Unter der Kirche? An einem geweihten Platz lebt das Böse. Moment. Mama? Ich sehe ich nichts. Wie kann man hier jetzt Stromausfall haben? Ach Gott. Dieses Spiel, ne? Was war das? Ich mach mal den da auf. Ich habe keine Ahnung, was drinnen ist. Was haben wir denn da? Spritzen, glaube ich, ne? Ja, die kann ich brauchen. Boah, ich mich trifft gleich der Schlag, ey. Ich werde schon wieder verrecken. Ich weiß es ganz genau. Irgendwas wird da jetzt sein. Ein böses Monster. Wahrscheinlich wird das Langhaarviech, was man nichts machen kann dagegen. Speichern ist verboten. Ach Gottchen. Ja, vielleicht sollten wir mal unser Hirn auf Vordermann bringen. Alter, mit dem Schlag. Dieses Spiel. Ja. Lebensanzeige. Mehr Leben. Das ist mir, glaube ich, schon komplett wurscht. Spritzeinwirkung. 5000 kostet der Schmäh. Mhm. Dann hätten wir noch 3,5, ne? Wie schaut's mit Waffen aus? Ach mein Gott. Nachladegeschwindigkeit kostet auch ein Vierer. Magazinkapazität plus 1, ein Tausender. Genauigkeit, Crit. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen was für die Gesundheit machen, oder? Da wir eh nicht so viele Spritzen tragen können, würde ich sagen, nehmen wir mal sowas, oder? Keine Ahnung, ob es schlau ist. Wahrscheinlich nicht. Dann haben wir noch 3,5. Plus 1, dann können wir 7. Nee, das ist auch nicht wirklich viel. Plus 10% Crit. Wie schaut's mit der Dings aus? Schadensmultiplikator, plus 20% mehr Damage. Das wäre auch nicht schlecht. Die Schrot, ne? Was soll der Geiz? Machen wir mehr Damage. Ich glaube, das kann ich jetzt eh brauchen. Passt, damit sind wir pleite. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte das wahrscheinlich gar nicht machen sollen, weil ich jetzt kläglich verrecken werde wahrscheinlich. Deshalb, wie schauen wir aus?
Ich werde mal nachladen, alles was wir haben, glaube ich. So. Next one. Du da. Nachladen. Next one. Granaten haben wir noch. 3 von 3. Oh. Aha. Ja, natürlich. Reserve haben wir da 0. Ah, nicht schlecht. Aber bauen will ich gar nicht mehr so viel, weil da müssen wir gezielt bauen, glaube ich. Ich nehme mal hier die Schrot. Und hoffe aufs Beste. Bisschen Licht, echt viel haben wir nicht. Okay, die Tür ist zu. Aha, jetzt können wir auf einmal alles aufmachen. Oder wie? Alter, mich trifft der Schlag, ey. Na, da geht auch nichts. Wow, Gott. Schwester? Seit wann ist da ein Keller? Oh Gott, die will da weg. Seit wann ist denn hier ein Keller? Oh Gott. Ein Lift. Alter. Alter, wenn sie da nicht in die Hose machst, ne? Was ist denn das schon wieder für eine komische Figur? Meine Nase juckt. Oh Gott. Ashley? Leslie? Leslie, Entschuldigung. Sebastian? Ja? Sebastian? Ja? Sebastian? Bin da. Yes, das ist nah. Der Spiegel ist kaputt. Ich glaube, das war's dann mit dem Safe Room, ne? Zusammenschlagen. Dieses Spiel, Alter. Dieses Spiel. Dieses unglaubliche Spiel. Nervlich ist schon ziemlich mau. Wird Zeit, dass das Spiel hier zu Ende ein Ende findet. Ja. Ja. Alter Schwede. Wohlgemerkt, ich spiele das auch schwer, gell? Und blind. Oh Gott, was sind wir hier? Naja, ich habe meine Schrot. Zapalot, wir haben eine Schrot. Ja,
ist... Aha, wir kommen scheinbar den Bildern, die wir da gesehen haben, ne? Diesen Gebäuden kommen wir jetzt immer näher. Genau wie auf den Fotos. Ja. Alter Schwede. Ich habe da echt ein bisschen Angst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Puh, also ich bin nervlich, wirklich nichts für solche Spiele. Echt nicht. Wirklich nicht. Ich freue mich schon wieder, wenn ich dann irgendwie, wenn ich das neue Projekt dann anfangen darf, dass ich mir da auserkoren habe. Was Ruhiges, was Entspannendes hoffentlich. Zwei neue Projekte eigentlich. Ist das da drüben zum Runterballern? Das werde ich nicht mit der Schrot machen. Das werden wir mit der Pistole machen. So. Du. Ist da noch sowas? Ich glaube, da. Das war falsch. Na, sagt, das geht nicht. Echt? Na, eigentlich wollte ich jetzt gerade nicht runterklettern. Ich wollte schauen, ob ich das runterballern kann. Aber ich glaube, das habe ich schon versemmelt. Ah, jetzt. Super. Ganzes Magazin verschossen für nix. Und wieder nix. Ja, großartig. Schön. So muss das sein. Kann ich das wenigstens mit der Faust zuschlagen? Oder mit dem Fuß? Ist auch wurscht. Eine Spritze. Und wo ist die andere? Da. Geht das? Super. Was war das eigentlich für eine Munition? Ich glaube die da, ne? Ja, die sind wir voll. Dann werde ich auch die Schrot gleich wieder nehmen. Ja, schade. Ist halt so, wenn man nichts trifft, ne? Jetzt habe ich wieder schön viel Munition verballert. Normal müsste ich das laden. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wenn ich verrecke, dann muss ich sowieso was machen. Ich finde es halt nach wie vor echt schade, dass der Herr hier eigentlich keine guten Nahkampfattacken hat. Das war absichtlich. So. Ist da vielleicht noch eine? Kiste? Nein. Ich renne nochmal schnell rauf und hole mir die Munition für die Schrot. So. Ist ein bisschen zeitaufwendig, ich weiß. Aber was soll's. Ich hoffe, die Munition löst sie nicht auf. Voll? Achso, nachladen zuerst, Entschuldigung. So, jetzt. Passt. Da war eh keine Kisten mehr, ne? Na, ich muss echt öfter. Darüber springen wir auch nicht gegangen, oder? Doch, vielleicht? Warte kurz. Ich muss so vorsichtig sein, dass ich nichts übersehe. Ich brauche so viel Zeug. Nee, oder? Das geht sich nicht aus zum Rüberspringen. Da tue ich mir nur weh. Oh, da gab es nichts. Entschuldigung nochmal. Entschuldigung, gell? So. Tap, tap, tap. Alter Schwede. So, tap, tap, tap. Und ein kleines Sprintelein. Ich sollte vielleicht die Pistole nachladen, da habt ihr recht. Das wäre nicht schlecht. So, ja. Da lebt nur wer? Es lebt scheinbar noch wer.
Alles okay bei dir? In meinem Kopf war dieses Brummen. Es fühlte sich an, als würde er aufplatzen. Aber irgendwie scheine ich mich daran zu gewöhnen. Na toll. Hast du Kidman gesehen? Nein. Ich bin einfach hier aufgewacht. Es war eine Art Blackout. Oder wieder so ein Anfall. Da rein. Auf geht's. Gottes Willen. Aha. Wieder eine? Super. Ach, du bist so hässlich. Der Part wäre auch zu Ende. Auf mit dem Scheißding. Ich bin dran. Das braucht ein bisschen Zeit. Ja, ist ja klar. Verdammt. Aha. Geh mal auf die Seite. Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Ich wollte eigentlich aufhören. Lange aufhalten. Noch einen Moment. Halt sie von mir fern. Ich glaube, jetzt ist ein guter Moment für die Schrot. Boah, oder auch nicht. Ich glaube, da hätte man da was looten können, wahrscheinlich, ne? Voll, voll, voll. Was haben wir hier noch Schönes? Aha. Aha. Können wir es verbrennen? Ja. Achso, da können wir nur drehen. Wow! Okay. Ich übernehme tot? Die Falle. Halt du sie ja. auf. Tot. Das sind doppelt so viele von denen. Wenn du Zeit zum Beschweren hast. Ich höre jetzt mal auf da. Schön! Ein Kältebolzen kann mehrere Gegner auf einmal erstarren lassen. Okay, Pause kurz. Wir beenden jetzt mal den Part und im nächsten schauen wir, dass wir da hier weiterkommen. Oh mein Gott. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.